Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen ja das Projekt Big Farm. Der Anhänger ist voll. Das heißt, wir werden jetzt mit dem Fendt losfahren und die Idee war ja für diese Folge, dass wir ja praktisch den Hafer zum Silo bringen. Vom Silo bringen wir dann Mais zum Farmers Market und dann hier wieder zurück zum Feld, um hier unseren Drescher abzutanken. So, das dazu, was heute geplant ist. Ansonsten werden wir jetzt auch gleich hier bei uns bei den Ballen vorbeikommen und dann zeige ich euch, dass ich auch hier bereits ein bisschen vorbereitet habe. Unsere Ballen sind so knappe 98-99%, also müssten wir in Kürze anfangen können, diese zu verarbeiten. Deswegen habe ich hier dieses schöne Gerätchen gekauft von Liebherr. Das ist unser zukünftiger Teleskoplader, mit dem wir hier dann also die Ballen einladen werden in unsere BGA. So, und das also dazu. Es hat sich wieder ein bisschen was getan. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob wir jetzt dann noch ein paar Aufträge annehmen. Jetzt, wo wir ja unser das Schneidwerk gekauft haben, sind wir ja eigentlich flexibel und könnten dann verschiedene Ernteaufträge noch anstehen. Zum Beispiel, glaube ich, auf dem Feld Nummer 4, was da nicht ganz so groß ist, könnten wir angehen. Naja, jetzt schauen wir erstmal, wie weit wir heute kommen. So, und an der Stelle darf ich auch mich recht herzlich bei euch bedanken für euer Feedback, für eure Kommentare, für eure Däumchen. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich bei allen neuen Abonnenten, die gerne jetzt diesem Kanal hier folgen möchten, auch euch sage ich Dankeschön und willkommen zu den zukünftigen Folgen. Schön, dass ihr nun mit dabei seid. Ja, die nächsten Tage werde ich ein bisschen kürzer treten müssen, weil ich hier technisch einiges umbauen werde. Ich habe mir neue Gerätschaften besorgt, Mikrofon, Mischpult und so verschiedenes. Und da muss auch Software installiert werden. Und da will ich erstmal ein bisschen austesten und probieren, bevor ich dann wieder mit den nächsten Folgen starte. Und deswegen jetzt mal die nächsten Tage ein bisschen kürzer getreten, denn wenn ich diese Folge aufnehme, ist Samstag früh. Und dann haben wir ja den Feiertag mit dem 1. Mai und da bin ich ein bisschen unterwegs, langes Wochenende, also habt ein bisschen Nachsicht, wenn es nicht ganz so viele Folgen jetzt täglich gibt. Aber eine soll es immer geben, auf jeden Fall, so dass wir im Flow bleiben und entweder eben Landwirtschaftssimulator oder EA Sports PGA Tour, das Golfspiel, was zurzeit viele, viele Freunde findet hier, auch auf diesem Kanal. Freut mich, ich spiele ja selbst auch Privatgolf und deswegen finde ich das auch schön, dass viele hier dran teilhaben möchten. So, wir sind da und jetzt heißt es abladen. So, der Hafer wird überladen und dann schauen wir mal ganz kurz rein. 116.000 Mais und wir kriegen... Fehler. So, hier sind wir. Mais. Farmers Market kriegen wir am meisten. Wir haben auch ein bisschen fast verpasst hier den Absprung. Aber wir werden sehen. Bester Preis 478. Naja, gut. Also auf jeden Fall bringen wir so ein bisschen, ja, Geld wieder ein. So. Achso, ja. Stopp. Hier ist ja abladen. Und einladen müssen wir ja nebendran. So, und was haben wir? Na, wo ist es denn? Mais. Ja, wir arbeiten noch mit diesem Silo. Das war ja von Anfang an mit dabei. Da ist auch noch ein bisschen Material drin. Und wir werden jetzt erstmal ein bisschen die Wege fahren. Aber früher oder später müssen wir natürlich dann ein Silo direkt am Hof haben, damit es natürlich etwas kürzer wird. So, hier die E-Ladestation. So, und dann haben wir eine längere Strecke bis Farmers Market, aber bis dahin wird dann auch unser Drescher wieder voll sein. Aber mit dem Fendt sind wir ja zügig unterwegs, 62, 63 km/h schafft er. So, dann lassen wir ihn mal laufen. Und
hauen wir den Tempomat rein. Kranarm ausfahren, okay. So, ich sehe gerade, wir haben gar keine Rundumkennleuchten. Für diesen Fendt haben wir gar nicht drauf geachtet, müssen wir den noch modifizieren. Naja, gut, es geht. Kein Problem, weil wir haben ja heute hier fast keinen Verkehr. Also er schwimmt ein bisschen. Zieht immer irgendwo hin. So, der Drescher, da kam die Mitteilung auch schon rechts oben, dass er zu 80% gefüllt ist. Also das heißt auf jeden Fall, dass wir hier mit dieser Dreieckskonstellation, ja, ich will es mal so sagen, immer gut unterwegs sind. So, und ich hatte ja die letzten Folgen angedeutet, dass es ja bei mir Probleme gab mit den Ballen. Also falls ihr mir da schon in den vorigen Folgen in die Kommentare geschrieben habt, dann habt doch ein bisschen Nachsicht, weil wie gesagt, ich nehme die Folgen hier bereits schon auf und kann erst dann anschließend reinschauen. Aber wenn ihr, wie gesagt, hier eine Idee habt, woran das lag, ob das jetzt wirklich daran liegt, dass ich die Maximalanzahl der Ballen erreicht habe oder ob das wirklich an diesem Content-Update liegt, dass wir mit den Ballen hier beim Entladen der Ballen diese Probleme haben, dann, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde sie auf jeden Fall lesen und auch natürlich was dann zurückschreiben. Ich sage schon mal Dankeschön dafür und bin gespannt. So, da sind wir angekommen. Das müsste Farmers Market sein. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt für unseren Mais bekommen. Also, der Helfer hat mittlerweile einen vollen Korntank. Dann werden wir... Ah, da unten ist er. Okay. So, dann fahren wir ihn mal ein bisschen zurück. Und dann können wir hier mit ihm dann drunter fahren. So, 17.000 plus 2.000. Sehr gut. Weil wir brauchen ja auf jeden Fall noch einen Ladewagen. Und wenn wir jetzt nochmal eine Fuhre Mais wegbringen, dann müsste es eigentlich reichen für ein ordentliches Fahrzeug, für einen ordentlichen Hänger. Denn 40.000 oder so müssten wir schon haben, da wir ja doch längere Strecken fahren und auch größere Mengen sich immer auf dem Feld befinden. So, und jetzt können wir diese Strecke komplett runterfahren. Bis zum Drescher. Hier haben wir unser Sonnenblumen, die auch zu uns gehören, ist auch unser Feld. Hier haben wir den Mais, wo ich ja noch am Überlegen bin, ob wir den häckseln oder ob wir den ernten. Aber ich denke, bei der Größe des Feldes können wir hier 50-50 machen oder halbe-halbe, je nachdem. So, und da geht es ein bisschen hoch. Dann schauen wir mal, dass wir da ordentlich drunter kommen. Sehr gut, das passt. In der Zwischenzeit schauen wir nochmal, wie weit wir hier mit unseren Ballen sind. 98, 98. Ich vermute, die werden noch 97 haben. Ja, die haben noch 97. Und wie weit sind wir in der Produktion? So, hier hat es noch Wasser. Silage ist nichts drin. Okay. Gras, ja, produziert noch. Okay. Dann bringen wir ihn hier erstmal wieder aus dem Weg. Jetzt hätte ich eigentlich auch rechts rumfahren können. So. Ja, ein stolzes Gefährt, dieser Johnny. Sieht schon schick aus. Jo.
So, jetzt überlege ich gerade. Der Messi, wie viel PS hat der Messi nochmal? 325, 325, da müsste man doch eigentlich theoretisch. Ich denke, es macht Sinn, dass wir mit dem hier schon mal das Schneidwerk holen und dann vielleicht doch schon mal anfangen zu mähen. Da müsste eigentlich genügend PS haben. Weil dann können wir unsere zwei Felder schon mal mähen. Alternativ wäre natürlich auch die Option, das hintere Grasfeld zu düngen. Ihr merkt also, uns geht die Arbeit auf gar keinen Fall aus. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Ich glaube, das Mähwerk steht gleich hier nebendran, ne? Ja, wusste ich es doch. So, dann stellen wir hier, Augenblick, na, dann stellen wir hier unser Gewicht ab. So. Oh ja, müsste dringend geputzt werden, aber das machen wir am Ende des Tages. Jetzt lohnt sich das Ganze noch nicht. So, wie sieht es eigentlich aus? Reparaturmäßig? Ja, vielleicht sollten wir hier mal ganz kurz hier in die Werkstatt fahren und Wartung durchführen. Kann mit Sicherheit auch nicht schaden für das Schneidwerk. So, zack. Ja. Reparieren 29. Ja, das machen wir natürlich, klar. So. Dann das hintere Teil noch angehängt. Okay. Ich überlege, die ganze Zeit brauchen wir eigentlich Heu. Ja, wir haben uns ja auf jeden Fall... So, da muss ich rum. Wir haben uns ja auf jeden Fall günstig einen Wender organisiert. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall ja auch einen Schwader. Und dafür wird es jetzt halt einfach ein bisschen knapp. Weil wir hatten ja auch mal die Idee an dem Kuhstall, der ja eigentlich zu uns dazugehört, am anderen Ende der Map, in Anführungszeichen, hier eventuell schon mal Kühe einzukaufen. Und ja, damit die sozusagen schon mal groß werden. Aber wir machen jetzt erstmal hier nochmal, was dieses Feld angeht, machen wir auf jeden Fall erst nochmal Gras. Das heißt, mit Schwadablage. So. Stopp. So, vorne runterlassen. Und hinten runterlassen. Und dann können wir hier nämlich auch den Helfer gleich mal losschicken. Und wie gesagt, wenn wir den Mais verkauft haben, dann müssten wir genug Geld haben für den Ladewagen. Und dann können wir also wirklich für die nächsten Monate endlich hier mal anfangen, richtig Geld zu produzieren mit unserer BGA. So. Dann schicken wir hier mal den Helfer los und dann schauen wir mal, wie weit denn unser Drescher ist. Den können wir mit Sicherheit schon mal abtanken. So, und einmal um die Kurve. Und bitte das Rohr ausfahren. Merci vielmals. Ja, Getreide ist ja meines Wissens erst im Winter, Dezember, Januar. Und ansonsten haben wir die einzige Einnahme im Moment, ist wirklich unsere BGA. Natürlich könnten wir auch direkt Silage verkaufen, aber... Ach so, ja, wir könnten natürlich auch... 67, wir könnten natürlich auch einfach einen Hänger Silage wegbringen zum... Tierhandel. Mal gucken, was würden wir denn da kriegen? So. Silage. Ja, okay. Ist natürlich jetzt auch der schlechteste Monat zum Verkaufen. 149. Ja. 189. Müssten wir uns nochmal überlegen. So, Hafer, Hafer. Ja, ist klar. Ist natürlich alles erst später. Ja, da
Das lohnt sich alles nicht. Gut. Ja, das sieht so aus, als wenn die Erträge gut sind. Apropos Erträge, mal schauen, welche Werte wir haben bezüglich 98 Umweltbewertung. So, 98. Sehr gut, ist ja unser einziges Feld, wenn ich richtig weiß. Ja, 98. Ja, das passt, da ist hervorragend. Bodenbearbeitung müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten und Stickstoff. Aber das liegt natürlich mit Sicherheit auch daran, weil wir hier dieses Feld noch nicht gedüngt haben. Okay. So, wie weit ist denn unser Mäher? Okay, das passt auch. Sehr schön. Und ich will noch mal gucken. Weil je früher wir hier natürlich Material einwerfen können, 99%. Okay, 98, das ist eher die Bahn, die wohl als erstes. Muss man mal gucken, ob das überhaupt für alle gilt. Ja, nee, da sind natürlich auch welche dabei. Die haben nur 98, 99. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. So, schickes Teilchen hier. Liebherr ist eine Mod. Und der war verhältnismäßig günstig. Da vorne gibt es auch hier diesen kleinen Schutzbügel. Den habe ich noch dazu genommen. Und die Standard oder den Standard Ballen, die Ballengabel hier. Und ich denke, das Gerät wird uns erstmal am Anfang gute Dienste leisten, wenn es darum geht, hier die Ballen in die BGA zu werfen. Und später natürlich auch für die Tierhaltung. Ja, gefällt mir ganz gut. War jedenfalls günstig. Keine 80.000. Und das Teil hat doch 129 PS. Naja, nicht schlecht. Unser neuer Teleskoplader. Wunderbar. So. 35, also das heißt, der hat jetzt 5000. Ja, okay, da haben wir noch genügend Luft. Und er packt das eigentlich auch ganz, ganz gut. So wie es aussieht, da brauchen wir gar nicht den Fendt. Sehr gut. Ja, um nochmal auf die Kühe zurückzukommen, ich will es euch nochmal ganz kurz zeigen, weil wir haben ja hier an der Stelle, da gibt es, nee, hier an der Stelle, da gibt es ja einen Kuhstall. So, jetzt, nee, der wird hier gar nicht angezeigt. Wo wird denn der angezeigt? Der wird gar nicht angezeigt. Okay, aber hier jetzt auf jeden Fall einen Kuhstall. Achtung, stopp. Nee, da können wir gar nicht hinspringen, oder? Nein, da können wir nicht hinspringen. Da könnten wir hinspringen. Aber ist egal. Auf jeden Fall hier zum Kuhstall und den kann man eigentlich benutzen. Das ist so ähnlich wie mit dem Silo. Den können wir benutzen. Und da könnten wir natürlich erstmal Kühe großziehen. Und das heißt, einfach mal Jungkühe kaufen und dann großziehen. Aber dann bräuchten wir natürlich auch wieder eine Fütterung. Und wobei, ich bin gerade am Überlegen, jetzt muss ich da doch mal hinspringen. Eine Sekunde. Weil, Achtung, Achtung, hier können wir, glaube ich, hinspringen. Yep. Weil, ich bin gerade überlegen, der Stall hat meines Wissens einen Fütterungsroboter. Dann könnten wir das Material direkt einwerfen und müssten eigentlich keine zusätzlichen Gerätschaften kaufen. Wir könnten das dann alles mit dem Ladewagen dorthin bringen oder mit dem Hänger. Ihr bringt mich da wirklich auf eine Idee. Ja. So, da ist er. Das ist dieser Stall. Und ich bin mir sicher, dass das ein Stall mit Fütterungsroboter ist. So, ob ich recht habe oder nicht, sieht das gleich das Licht. Natürlich, klar, hier ist der Fütterungsroboter. Okay, es ist zwar alles auf Null, aber dann wäre eigentlich möglich. Und der Punkt ist ja der, man sieht es, wenn man hier rangeht, wir können eigentlich eine Kuh kaufen. Und dann könnten wir eben diese jungen Kühe kaufen für 200 und dann machen wir gleich 20 Stück rein und die ziehen wir groß. Und sobald wir dann unseren Kuhstall am Hof haben, dann könnten wir definitiv mit den Kühen umziehen.
Müssten wir uns mal überlegen. Ich meine, für die Silage hat es auch hier einen Fahrbunker. Wäre auch nicht verkehrt. Ist auch eine Option. So, jetzt schauen wir noch mal, wie weit hier der Drescher ist. Weil wenn wir den nochmal abtanken, können wir also auf jeden Fall losfahren und dann können wir uns den Ladewagen kaufen. Schauen wir mal, 81, also der wird dann noch einmal hochfahren. Und wir gucken jetzt gerade mal, welcher Ladewagen denn hier in Frage kommt. So. Ja, das geht halt schnell nach oben, das ist absolut richtig. Hier der Glas. Der Glas hat 44, der hat schon nur 35 und der Glas kostet schon 116. Und ich glaube, wenn wir ja dann noch den Siliermitteltank dazu nehmen. Ja, das macht nicht so viel aus. Aber was haben wir denn sonst noch hier im Angebot? Pöttinger 32 Kubik. Pöttinger 36 Kubik. Pöttinger 40 Kubik. Okay, dann geht es natürlich auch wieder hier deutlich über die 100.000. Ja gut, im Zweifel müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und vielleicht erstmal kurzfristig oder kurzzeitig einen Kredit aufnehmen. Ach was, Glas, zwei Achser. 130. Ah, 240 PS, warum braucht man da so viel PS? 44 Kubik, 42 Kubik. Was ist da der Unterschied? Wieso brauchen wir da so viel PS? Der ist doch sogar leichter. Spannend. 105. Und 42 Kubik, das wäre schon nicht schlecht. Bergmann, 41. Der hat 50. Ja, wir müssen mal wirklich gucken. Also... so, um die 40 hätte ich halt schon gern, weil es ist ja jede Menge Material da. Okay, so, ja, er ist gerade um die Kurve rumgefahren und hat einen vollen Korntank. Den werden wir jetzt abtanken und dann geht es wieder los. Dann werden wir das Material wieder wegbringen. Und ich darf mich an der Stelle wieder mal recht herzlich bei euch bedanken für das Zusehen. Ich werde das hier jetzt soweit fertig machen und ich denke, in der nächsten Folge haben wir einen Ladewagen und dann werden wir das ganze Material jedenfalls einsammeln. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse. Ich bedanke mich für eure Zeit. Und wünsche euch wie immer oder sage euch wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.